Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seht, mein Hintergrund ist noch nicht allzu schön. Falls ihr Ideen habt, was ich daraus machen könnte, dann ab in die Kommentare damit. Denn wie ihr seht, ist das alles leer und ich weiß, ich habe im Moment gar keine Ideen, was ich damit machen soll. So, jetzt zu dem eigentlichen Video. Heute möchte ich euch meine Flop-Produkte zeigen, die ich in letzter Zeit getestet habe und ausprobiert habe und die bei mir überhaupt nichts tun, nichts bewirken. Und ich würde sagen, es geht auch schon los, damit es nicht zu lang wird. Ich fange ganz einfach an mit dieser Handcreme von Alverde mit Schoko-Chili-Duft. Ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist nicht mein Ding. Erstmal abgesehen von diesem Schoko-Chili-Duft. Das ist total, auf Deutsch gesagt, voll eklig, wenn die Hände nach Schoko riechen. Also mein Hund, der war voll verrückt und ich habe auch ehrlich gesagt Kopfschmerzen von diesem Geruch gekriegt. Abgesehen mal von diesem Geruch, sie hat meine Hände überhaupt nicht gepflegt. Also sie wurden danach höchstens noch trockener. Und was soll ich noch sagen? Gott sei Dank ist es nur eine Limited Edition, also sie ist wahrscheinlich vielleicht schon gar nicht mehr im Handel. Und hier steht sogar noch mein Name drauf, weil ich die auf der Arbeit stehen hatte. Und selbst meine Kollegen sagten, was ist das denn für eine Handcreme? Also wie gesagt, nee, die ist leider, hat die gefloppt. Hier noch eine Handcreme und zwar ist die von Avon Planet Spa. Das ist eine Blissful Nourishing with African Shea Butter Handcreme. Die meisten stehen so auf Shea Butter und ich bin ganz ehrlich, sie pflegt die Hände, jetzt nicht falsch verstehen, aber der Geruch, ich kriege sofort, wenn ich diesen Geruch nur rieche oder nur diese Schräubchen aufmache, kriege ich sofort Kopfschmerzen davon. Es geht überhaupt nicht, diese Handcreme auf den Händen zu haben. Und ich weiß nicht, ob jemand noch die Handcreme hat. Das ist wirklich ein... ich kriege sofort Gänsehaut, so eklig finde ich das. Ich habe noch eine andere Handcreme von Avon, die ist so bläulich. Die ist in Ordnung, also die ist sehr ergiebig, die pflegt die Hände und der Geruch ist auch wirklich angenehm. Also bei mir ist bei Handcreme, also es muss einfach nach Creme riechen. Kennt ihr das? Diesen Geruch von Creme, also das finde ich immer ganz... Habe ich mir mal, ich glaube, ich weiß nicht, ob das in meinem letzten Haul oder in dem vorletzten Haul drin war, habe ich mir diese Augen-Make-up-Entferner-Tücher von Isana mitgebracht. Das sind Clear and Care Augen-Make-up-Entferner. Also so dolle sind die jetzt nicht. Also ich brauche die auf, keine Frage, weil ich bin so erzogen worden, dass man groß Lebensmittel und Sachen, die man angefangen hat, nicht wegschmeißt. Die sind Gott sei Dank auch bald alle. Das sind so dünne Dinger. Also man muss wirklich quasi, so sehen die aus, man muss wirklich quasi richtig schrubben, damit man überhaupt etwas abbekommt. Ich habe gedacht, gut, komm, damals habe ich gedacht, die waren günstig, 99 Cent oder was. Und habe ich gesagt, komm, kann man ja mal ausprobieren für 99 Cent und man kann nichts falsch machen. Und habe ich gedacht, nee, du, da kann man auch ganz normale Wattepads nehmen und ein Augenentferner-Pöttchen. Das geht wahrscheinlich viel besser als dieses Zeug hier und ich kann es auf gar keinen Fall empfehlen. Dieses Bananapuder von Rival de la Lupian. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in meinen Flops gezeigt habe. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Für helle Hauttypen überhaupt nicht geeignet. Als ich das damals gekauft habe, habe ich gedacht, ach, man kann es ja mal ausprobieren. Und da wusste ich nicht, dass das für Hellhäutige, sage ich jetzt mal, nicht so gut geeignet ist. Denn wenn ich das hier auftrage, also zum Baken, habe ich nachher so einen gelblichen Schleier darunter. Das sieht aus, als wenn man voll die Gelbsucht hätte oder sonstiges, was man auch immerhin machen hätte können. Oder ob man, kennt ihr das, wenn man wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob, ich habe noch nie ein paar aufs Auge gekriegt, aber ich habe das schon mal gesehen. Und zwar,
wenn, dann kriegt man ein blaues Auge erst, das schwillt dann an. Und wenn das so am Abklingen wird, am Abklingen ist, dann hat man hier so, dann hat man nachher alle möglichen Farben. Da ist dann auch Gelb bei. Und so sieht das dann aus unter den Augen. Und ja, ich brauche das jetzt nur noch zum Setten meiner Augen, wenn ich Augenprimer drauf getan habe. Aber das, also ich würde es mir jetzt auch nicht nochmal nachkaufen. Also finde ich jetzt nicht so berauschend. Habe ich ja mal die Glowbox gekriegt. Genau, da war auch die Handcreme mit drin von Alverde. Da war auch dieses Schätzchen hier drin. Und zwar ist das von Valea Time Perfection Augenbrunnen Pflege 2 in 1. Langzeitpflege und sofort Styling-Effekt. Also, ob das jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob, wie ich das Produkt einschätzen soll. Ich benutze das, also die Augenbrauen liegen einigermaßen, aber ob die jetzt auch gepflegt sind, das kann ich jetzt irgendwie, also ich fühle da gar keinen oder ich sehe gar keinen Unterschied zwischen meinen Augenbrauen, also ob die jetzt gepflegt sind oder nicht. Ich zeige euch das mal vom Nahen. Ich habe keine Ahnung, also ich glaube, man muss es nicht unbedingt kaufen, also vielleicht hat jemand dieses Produkt auch und kann mir mal ein bisschen was dazu sagen. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil es bringt einfach, es tut sich nichts. Jetzt kommt ein Produkt, ihr werdet mich vielleicht hassen, auslachen oder keine Ahnung, was mit mir anstellen, wahrscheinlich ein Hate. Ich habe ein Produkt, was bei mir überhaupt nicht funktioniert. Ich habe es jetzt auch drauf, damit man das überhaupt mal ein bisschen erkennt. Und zwar handelt es sich um die Revolution, um das Lip Kit von Revolution, Make-up Revolution. Das ist so ein Matt Lip Kit, Lip Contour Kit ist das. Das ist die Farbe Rain. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie funktioniert bei mir nicht. Kurz nach dem Auftragen, sage ich jetzt mal, sieht das noch ganz gut aus. Ich habe es jetzt aufgetragen, um das euch mal zu demonstrieren, was mit diesem Lippenstift einfach passiert. Und wenn ich den so, ich brauche nur einmal jetzt was getrunken haben, ab geht's nicht. Es ist auch total matt, es ist auch schon trocken, etwas klebrig. Das ist jetzt nicht ganz so tragisch, aber guckt mal, er kriecht total in meine Fältchen rein. Man sieht jede Falte von meinen Lippen. Das finde ich total nicht so vorteilhaft. Guck mal, das sieht jetzt, ich habe den gerade eben erst aufgetragen. Guck mal, was hat diesen Lippenstift passiert. Ich halte euch noch mal näher dran. Seht ihr das? Er ist also überhaupt nicht mein Ding. Ich habe damals ihn, wo ich den das erste Mal getestet habe, habe ich gesagt, oh, das war so das erste Mal auftragen, war ganz angenehm, ist auch schnell getrocknet. Aber wenn man ihn dann eine längere Zeit getragen hat, merkt man erst, was dieser Lippenstift anstellt. Nicht anstellt, sondern was er mit den Lippen macht. Und wenn ich den dann noch ein paar Stunden länger getragen habe, dann bröckelt er sogar tatsächlich richtig von den Lippen ab. Also das heißt, dann kann ich machen, was ich will, kann dann auch irgendwie eine Pflege drüber geben oder so. Und dann krümelt er so richtig, so als wenn er quasi so von den Lippen runter. Ich möchte nicht mehr auf den Lippen sitzen, ich falle einfach runter. So ist das. Und ich habe schon mehrere Varianten versucht. Ich habe die Lippen vorher gepeelt. Ich habe eine Lippenpflege drunter gegeben. Weil es funktioniert nichts. Also er fällt einfach von den Lippen runter. Und ja, das ist somit leider ein Flop-Produkt von mir. Das sind dieses Schätzchen und dieses. Falls jemand dieses Problem auch haben sollte, ich würde mich freuen, wenn ihr das in den Kommentaren mal mir berichtet. Das würde mich interessieren, ob jemand das auch hat bei diesem Lippenstift oder Lip Kit, sage ich jetzt mal. Das war es dann auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, ihr dürft mich auch sehr, sehr gerne abonnieren. Da würde ich mich auch freuen. Dann würdet ihr auch nichts mehr von mir verpassen. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und lasst es euch gut gehen. Bis bald!